Ich fordere keinen Bock mehr. So, ab geht's in die Knife Round. Kabel, Fellnoobs. Die Fellnoobs gegen Vuzalic. Meine Logos scheinen nicht zu funktionieren. Allerdings weiß ich jetzt echt nicht warum. Irgendwas ist da komisch. Gucken wir mal. Ganz schlecht scheitert. Auf geht's. Naja, schleichend. Ah, wir haben 60 Minuten Zeit für so einen Knife Round, also easy. Ja. Saiyajin schreibt es auch schon. 60 Minuten, easy, kein Stress. Oh, da ist schon ein CD irgendwo umgefallen. Und da fällt der zweite. Das heißt. Oha. Easy. Nur ein verloren. Im der Knife Round. Schauen wir mal, was sie machen. Die Wusas. Die stehen. Das heißt, sie wollen anfangen auf T-Side. Dann gucken wir mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, wieso meine scheiß Logos nicht funktionieren. Das nervt mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Gib mir auf den Sack, wasch. Aber ich weiß nicht warum, verdammt nochmal. Ampel Team Logo. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwo habe ich sie doch verbockt. Packen wir das mal dahin. Solange sie noch nicht starten. Vielleicht finde ich das noch schnell raus. Aber ich befürchte, das muss jetzt nochmal so bleiben. Flame an mich dafür. Irgendwas habe ich vergessen. Safe Call. Da rein kopieren. Muss ich vielleicht immer noch Warm-up. Oh, jetzt geht's los. Und das probieren wir das nochmal so schnell. Vielleicht funktioniert's dann. Ansonsten ist es halt so. Auf geht's, erste Runde. Fellnoobs vs. Vuzalic auf Cobblestone auf dem Lich. Geiles Match. First Round wie quasi alle. Erstmal B-Rush. Auf geht's. Alter, wo schießen die denn alle hin? Schießen ja mehr in der Gegend rum, wie sie überhaupt treffen. Aber können sich drei Fellnoobs holen. Easy auf dem Spot, können blenden. Einer kommt vom Connector, kriegt sofort ins Gesicht und damit ist das kranke Kind von hinten recht spät dran und macht auch nichts mehr. Übrigens, wenn er nach oben schaut, wir haben Logos! So wie es sein soll. 1-0 für die Wusas. Und ab. In dem zweite Runde. Jetzt natürlich mit Waffenvorteil. Kavi Kaffee. Ohne Witz. Hätte ich jetzt keinen. Würde ich mir instant einholen. Boah, die Nates. Da sitzen sie. Und da kommt sie auch schon raus. Keilen macht nichts. Schießt nicht. Driften dann nicht. Weil er in der Smoke steht. Ja, die fallen alle wieder. Keilen. Letzter Mann. Instant ins Gesicht. Alter, sind die Runden schnell. Da komme ich ja nicht hinterher. Als Anfänger, Caster. Die gehen auf den Spot, macht Bum Bum und das war's. Krasses Scheiße, Dreck. Läuft. Okay, Shox leckt nur leicht. Minimal. Ding ist aber okay. Stimmt nicht mit dem. Guck mal, das ist nur für uns so, nicht für ihn auch. Und wieder Rexen geht drauf, holt sich zwei. Hier supported von der Flash. Ja,
Die sitzen, gehen raus, die Schüsse gehen von alleine rein. Ich glaube, alle an. Bitte alle mal einfach die Wusas reporten, einfach, wir wissen nicht sicher. Einfach mal pro forma reporten. Das sollen andere entscheiden. Und First Rap Round für die Wusas. Schauen wir mal, ob sie da jetzt ein bisschen mehr machen können. Geht wieder Richtung B, zwei stehen Mitte. Versuchen sich da was zu holen. Aber sind auch, die Fanhoops stehen auch zu viert auf B. Das ist natürlich auch viele Nades mit wenig Damage. Kam einer an. Oh, den sieht er, den sieht er. Den muss. Er weiß auf jeden Fall sehr toll, dass einer steht. Kriegt ihn mit der Bombe, bitte. Aber Refrack auf der Titanic. Hey Clay. What the fuck? Kommt der denn jetzt her? Stand die ganze Zeit hinter der Kiste. Holt sich auf jeden Fall zwei. Oh. Dies Brett, das er da verteilt hat. Ja, da wird aber nur gesprayt, so geht das nicht. Warum nicht gerade? Gleich zweimal nicht. Was zum Henker tut er? Wird geholt von Teilen. Krankes Kind der Bodennehmer. Käfersucher. Mein Sturm. ...3-1. Aber equipped quasi nur Schmendrick. Muss da ein bisschen reinsparen. Und da fällt Cullen, wichtiger Frag. Ja. Die Spray funktioniert nicht, Jungs. Was ist da los? Oh, die Nate hat auf jeden Fall auch gesessen. Hey, play down. Schmendrick in der Smoke quasi. Von hinten pusht Trixie. Narcos. Down. Wird sofort geholt. Und Trixie alleine von hinten. Oh, dieses Alter. Jetzt hätte er ja gleich keine Mumbeln mehr gehabt. Ja, erstmal die Hälfte daneben. Sprayed. Server schuld, ja, ich habe die etwas stärker gestellt, drum zieht sie Fadenkreuze immer nach unten. Deswegen sind die immer alle in. What the fuck? What this? Deswegen eben die alle so tief. Als Ergänzung, die Fellnoobs bestehen aus Gold Nummer 1 bis AK und die Wusa aus LE bis LEM anscheinend. Ja. Kann passieren, wie gesagt, im nächsten Turnier im Juli, denke ich mal, sowas um den Dreh rum. Können wir das ein bisschen feiner staffeln, wenn wir noch ein paar niedrige Elos rauslassen. Klee ist auch kein AK, Alter. Der lügt doch. Mal davon abgesehen, sollte er vielleicht wirklich ein bisschen Konzentration ins Spiel stecken. Schwendrick holt sich Larkos im Dropper. Oh, bitter. Wieso schaut da keiner? Schwendrick kann nochmal einen machen. Niemand guckt. Ja, die fahren da drüber. Die fahren da einfach drüber. Trixie mit Beastler. Ganz schlechte Position natürlich. Und da steht schon 1-5.
Tja, irgendwie sind unsere Matches heute alle relativ eindeutig. Ich weiß nicht, was da los ist. Jetzt geht's mal Richtung A. Probiert man es da. Gute Entscheidung. Wie gesagt, die stehen immer zu viert auf B. Die Noobs, jetzt alleine krankes Kind. Quatsch. Alleine Trixie auf dem A-Spot. Das heißt, den könnte man auf jeden Fall überfahren, wenn man in das Eck schaut. Kann jetzt gecallt werden. Oh, trifft aber auch nichts. Oh! Rexen holt sich hier zwei Mann. Und können die Bombe blenden. Da ist gesmoked. Sie alleine. Ja, zielt wieder tief. Ich würde da vielleicht einfach bleiben. Jetzt vielleicht nicht mehr. Wow! Don't move the mouse, please! Alter, was ist los mit Trixie? Move der bloß mit Tastatur? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall seine Maus, glaube ich, nicht bewegt. Harte Frame Drops. Server extra neu aufgesetzt. Aus der Smoke schleichen. Hey Clay! Was ist da los? Das funktioniert. Meine Güte, ist das eigentlich gesehen worden? Ja, Schwindrig, Alter. Der klatscht das Ding gleich. Pixie. Nur mit Pistole. Aber der Keilen geholt. Und dann Trixie wieder alleine. Immer letzter Mann auf jeden Fall. Steht am längsten. Aber das ist natürlich bitter, was hier passiert. Das ist natürlich bitter. Dem totale Zerstörung. Alter, 94. Nicht mal dann. Stub der Kallen. Und Schoxi immer noch hart am Leggen. Der hat ganz andere Probleme. Ding ist gut. Keine Ahnung. Taugt der Rechner nichts oder so? Ich weiß es nicht. Aber Leistung bringt er. Eric kommt ein bisschen verspätet, hat er geschrieben. Es läuft, ha? Soll ich da kommentieren? Ah, Jungs, mein Gott. Leute. Es ist ein Spaßturnier. Und immerhin sind sie angetreten. Wir hatten heute andere Teams, die haben nicht mal die Eier gehabt, überhaupt ihren Arsch herzubewegen. Und andere Teams damit die Möglichkeit genommen. Also, seid mal ein bisschen netter. Sie spielen. Hoffentlich haben sie wenigstens Spaß dabei. Und nehmen den Shit nicht so ernst.
an. Dann geht's wieder Richtung A. Ein Mann ist Spee abgestellt. Schaut nach hinten. Oh, Alter. Der wird einfach reingezogen. Lagos auf jeden Fall gesehen. Und da fällt das Kind auch, Hagley. Letzter Mann. Jetzt hätte ich's gerochen. Und da kriegt er auch schon. Ruckzuck. Fahren sie da drüber. Die Frage ist halt, ob ich als Team Fail Noobs, wenn ich eh schon nicht eingespielt bin und eventuell auch weiß, dass ich einen Nachteil habe, tatsächlich Kabel wähle. Weil, also ich meine, Kabel gegen stärkeres Team. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Hätte ich vielleicht doch lieber eine Map gespielt, die ich kenne. D2, Schlag mich tot. Vielleicht irgendwas völlig Irres wie Train oder so genommen. Die spielen sehr, sehr wenig Leute. Und wenigstens da versucht, entweder den Vorteil zu nutzen, oder was heißt den Vorteil? Zu nutzen, dass ich die Map auch gut kenne. Wie gesagt, wie bei D2 oder so. Oder eben versuchen, den Vorteil zu nutzen, dass Train einfach keinen Mensch spielt. Leider, völlig unterschätzte Map. Und hoffen, dass eben das Gegnerteam die Map halt auch nicht kennt. Und dann halt auch ein bisschen da einen Nachteil haben. Aber bin sicher, Wusa spielt Kabel öfters. Von dem her glaube ich nicht, dass das so klug war. Vielleicht hätten sie da noch ein bisschen was machen können. Trifft halt einfach keiner. Die Zeit der Welt. Das heißt mutig, es ist ein Spaßturnier, wie gesagt. Ich find's cool, dass sie mitspielen. Und ich meine, gut, die Votes sind halt auch. Also wir wussten ja, dass ein paar schwächere Teams dabei sind, dadurch, dass wir halt Spielklasse 2 und 1 auch gemerged haben. Aber wie gesagt, finde es trotzdem cool, dass sie da sind. Bubu, du geile Sau. Vielen lieben Dank für deinen Host. Der Bubu, die alte Schnitte, ist heute Abend mit dabei als Kommentator. Wir haben jetzt hier Spiele mit Garrett. Dann haben wir ein Stündchen Pause und im nächsten Block dann 4 Spiele mit Bubu als Co-Kommentator. Da sind wir auch schon drauf. Vielen lieben Dank euch, ihr geilen Bären. Die spielen übrigens auch mit. Das ist ein Team in Skillklasse 3. Von Bubu und Viewers. Spielen nächste Woche Samstag. Will ich was sehen, Leute, gell? Dass das klar ist. Bitte. Reaktion wie ein Stein. Kallen immerhin. Oh. Kallen hat Bock jetzt. Zum Ende hin packt er nochmal aus. RIP Mods an Nikolaus. Die erste Hälfte durch mit 1:14.
ist eine ganz eindeutige Geschichte hier. Aber wie gesagt, trotzdem cool, dass ihr dabei sind. Ihr könntet das ruhig mal würdigen im Chat, weißt? Feuert die Fellnoobs doch mal an. Underdog und so. Stall aus! Auf geht's, wichtige Runde jetzt auf jeden Fall. Ich wünsche denen die Owens. Comeback ist Reihe, so sieht's aus. Die Fellnoobs sind Goldnovas und Arkas. Oh, Alter, da klickt er ihn halt weg. Die Wusas sind irgendwas, L.E., Lem, irgendwas um den Dreh rum. Ah, this timing, Hackley! Aber er kann ihn machen, nice, Hackley, zwei Frags. Ja, schaut dann aber nicht ums Eck. Und kriegt ins Gesicht. Aber immerhin, safe mit der Bombe auf A. Der Plant ist auf jeden Fall drin. Wenn sie jetzt sauber stehen und sich nicht unnötig anlegen mit den Jungs. Könnten sie das auf jeden Fall holen. Wie gesagt, ich würde es ihnen gönnen. Ja, ich habe noch nicht geschossen. Schade. Oh, Alter. Er dreht sich halt um und gibt ihm das Brett, gell? Kein alleine. Auf Zeit spielen wäre wichtig. Hol dir den Diffuser! Kallen! Komm schon! Nice! Alter! Wie knapp war das denn bitte? Geht doch! Jetzt immerhin ein bisschen Waffenvorteil. Alter Schwede, war das knapp. Wow. Okay, jetzt rein. Boah. Dann auch sofort von hinten. Die stehen halt einfach echt gut. Da steht halt keiner alleine. Krass. Ab in den Kopf. Also selbst mit Pistols einfach wesentlich eben stärker und da reicht halt der eine Klick, gell? Wenn er sitzt, dann sitzt er halt. Klatscht auch das Spiel. Wie war? Hoffentlich nächstes Wochenende. Schönes Ding. Oh, Alter! Ja, was machst du da, gell? Was machst du da? Aber immerhin, Überzahl. Slendrick auch nur noch 52 HP. Also definitiv machbar. Müssen halt aufpassen, dass sie sich da nicht die Bombe klauen lassen und auf die Zeit achten. Wie gesagt, ESL-Settings. Da muss das alles ein bisschen schneller gehen. Vor allem sollten sie was zusammen machen. Ja, das ist schon vorbei. Der Übertaut ist immer ein bisschen früher runter. Das war's schon. Also ganz, ganz eindeutige Sache. Trotzdem, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Mitspielen auf jeden Fall. Die Fail-Noobs